Hallo zusammen und damit das Herz kommen zum heutigen neuen Schadenblock zurück auf meinen Kanal. Ja, ich bin schon im Schaden letzten Grund. Heute geht es um Spiel Zürich gegen IB. Es geht um den ersten Platz. Ja, hoffen wir, dass er heute wieder den ersten Platz erobert. Ich zeige euch schnell da neben mir die Tabelle hier. Wie es aktuell aussieht, IB ist auf dem ersten Platz und also IB ist auf dem ersten Platz und der Z auf dem zweiten Platz. Ja, das letzte Spiel war in Lugano auswärts, ich konnte auch abchecken, haben sie dreimal gewonnen. Und ich hoffe, wir heute, dass sie gegen den Meister können mal wieder gewinnen. Die letzten Spiele sind unentschieden ausgegangen, zweimal in Bangkok und zweimal im letzten Grund, also im letzten. Und ja, ich tippe mal, es wird ein Kampf, es wird ein Fight, also es geht um alles, um den ersten Platz natürlich. Also ich tippe mal das 1-0, 2-0 Zürich. Ich glaube, es wird sehr hochkarätig, sehr spannend, aber ich glaube, heute wird gekämpft, also so richtig hart. Es ist auch kalt. Aber ja. Und FCZ bereitet eine Klasse vor Rio vor, denke ich mal. Oben noch der Flug gefällt, Abo da, liked und kommentiert. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem mittigen Vlog. Nächste Woche geht es nach Wien auswärts und ja, kann man sagen, viel Spaß mit dem Vlog. Ja, nebenbei ist das Stadion fast ausverkauft bei der Haupttribüne. Bei Mass 8, A7 und A9, glaube ich, hat es noch ein paar Plätze frei, aber sonst ist alles ausverkauft. Ja. Kann ich mir auch vorstellen, wie im Spitzenkampf, es geht ja um alles. Aber ja. Die machen so eine Klasse für dich. Ich bin gespannt, was sie da vor dir. Aber es ist schon mal sehr, sehr krass, was sie da vorbereitet. Ich schaue euch mal, dass es wieder schneit. Liebe Fans, hab ich noch. Und wir haben es zur Ausstellung vom FC Zürich mit der Nummer 25 in Bodenkanten, Janik Rachel. Hey. Nummer 2, Lindrit Kamberi. Hey. Nummer 3, Adrian Guerrero. Hey. Nummer 4, Silvan Waller. Hey. Nummer 11, Jonathan Okita. Hey. Nummer 12, Ifeani Matthew. Hey. Nummer 17, Sheikh Kadir. Hey. Nummer 18, Daniel Afriel. Hey. Mit der Nummer 19, Nikola Horodjasevic. Hey. Nummer 24, Nikola Khatic. Hey. Nummer 27, Rodrigo Concesao. Hey. Coach beim FCZ ist der Bo Henriksen. Hey. Auf der Bank für den im Auswärtsspiel zu Lugano hat er sein 250. Pflichtspiel für den FC Zürich bestritten. Wir möchten ihm dafür gratulieren und ihn heute wir sind in der Zeit bei Zürich bis jetzt 59 Goal gemacht. Danke Danilo für den grossen Einsatz. Wir freuen uns auf eine grossartige Zukunft zusammen. Letzter Grund mit der Nummer 10, Antonio Montesano!
Spitze vom Kopf ist mehr. Ich bin von rechts und links. Das ist ein
Scheiße! La la la! Zwei Leute, die ich aufgib, verziehe von links nach rechts. Come on.
so! Geht ein! Schieß doch mal ab! Du Ditsch! Wir sind kein Drehschießer! Ja! Oh! Oh! Ziehe! Oh, oh! Ja, ja! Ja! Ja, man! Free Ice! Quality! Mein Gott! Mein Gott! Mit Hey! Gegen den Meister. Wow, wirklich geile Aktion, Jungs. Geil gespielt, Jungs. Ja, was will man noch mehr als ein Sieg gegen den Meister? Die 3 Punkte schmecken richtig und sind wieder Leader. Dann wird auch Berlin gerade neben mir. Ja, 3 Punkte sind wieder Leader. Und ja, in der Halbzeit 2-0 von Okita. Ein bisschen glücklich, wie der muss eigentlich der Goal, ja. Aber wenn ich so sagen muss. Nachher 2-0 von Katic, nachher der 32. Minute, unglücklich 2-1, Unkonzentriertheit, ja, wird direkt ausgenutzt vom Meister. Wenn der Glück hat, dass man es 2-2 bekommt, aber egal. Nach der zweiten Halbzeit haben wir müssen eigentlich haben wir zu viele Chancen gehabt, um das 3-1 zu machen. Aber Bledi macht das 3-1 in der 110. Minute, glaube ich. Nein, es ist nicht 110 Minuten. Doch, es ist 100 Spielminute. Nicht 110 Minuten. Es ist in der 100. Spielminute gewesen. Das 3-1. Also, sag ich, wenn wir 2-2 bekommen, ich wäre ausgerastet. Typischerweise ist wieder der politische Schiri gewesen. Also, ich wäre komplett ausgerastet, wenn wir den Ausgleich bekommen in der Nachspielzeit. Aber ich habe 3-1 gewonnen in der 100. Spielminute. Macht es bei den Krasnitschi. Ich gewechselt worden. Und ja, das nächste Spiel ist auswärts in Vinti, werde ich auch wieder am Start sein. Ja, und würde ich mal sagen, wenn euch der Vlog auch gefallen hat, lernt ab oder like, kommentiert. Und ja, ich möchte wirklich den Sieg. Ich bin wirklich stolz auf die Jungs, die haben es wirklich gut gemacht. Ja. Und Choreo, was sagt ihr über zu der Choreo? Ja, ich sag dazu nicht mehr. Geile Aktion, keine Ahnung. Denn ich bin auf Feuerwerk, auch geile Aktion von denen. Und wenn man es nicht genau gesehen hat, bei den Zuschauerzahlen sind 19.000 Zuschauer gewesen. Der Sektor B ist auch wieder eröffnet worden, weil es so viele Leute sind. Also, ich glaube, es war fast ausverkauft gewesen. Ja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns am nächsten Samstag wieder und ja, ciao zusammen.